Danina. Made to create. Bitte hier an den Tag, wenn ich hier auf dem Betrieb arbeite, dann rede ich den ganzen Tag mit niemandem, außer mit den Rindern. Ja, wir haben Weidemastrinder und Mastzee bewirtschaftet, 25 Hektar Land. Hier in der Berglandwirtschaft ist man eigentlich ganz klar auf Beiträge vom Bund dabei zu weit angewiesen, weil hier so steile Flächen und alles, was man bewirtschaftet. Aber man darf nicht jammern. Mein Vater hat ja hier den Hof schon geführt und ich bin als Kind in dem Minden aufgewachsen. Und zuerst habe ich ja nur Metallbauer gelernt, einen anderen Beruf, weil einfach zuerst der Betrieb hier noch zu wenig gross war. Und dann ist erst die Gelegenheit gekommen, dass ich im Nachbarseebetrieb noch dazu pachten konnte. Dann habe ich zuerst mit meinem Vater zusammen eine Betriebsgemeinschaft gegründet. Ja. Ich habe jetzt beides ein bisschen erlebt, wie es ist, einfach zu arbeiten und auch die Landwirtschaft. Ja, es hat beides Vor- und Nachteil. Man ist ja schon gewissensgebunden morgen und abend, aber man kann den Tag durch kann man sich ein bisschen die Arbeit selber einteilen. Man ist sein eigener Chef. Mehr Vorteile als Nachteile. Also wir liefern das den Migros, Weidebeef Label. Und dann muss man schauen, dass man mit dem Fleischpreis, der ist, noch ja, möglichst das Beste rausholen kann. Und das ist einfach halt das Problem vom Ausland, zum Teil, wenn Fleisch importiert wird und der Preis noch mehr unter Druck gestellt. Ja. Ja, zum Schwingen bin ich durch einen Nachbarn und den Cousin. Ja, dann haben wir erst ein miteinander gekostet. Ja, dann ist es dann immer weiter und weiter gegangen. Ich habe als Bub nie damit gerechnet, dass ich auch da im Alter, als ich da ein starker Schwinger werden kann. Von Jahr zu Jahr ist mir etwas besser geworden und ist mir wirklich das hineingerutscht. Ja. Wie groß ist der Erfolg für dich? Ja, gut, das war sicher der Sieg am Innerschweizer. Die zwei eidgenössischen Grenzen, die ich gewinnen konnte. Ja, und einfach sonst immer so einzelne Erfolge wieder über einzelne Gänge, die ich wirklich gewinnen konnte, wo über eben schon Schwingerkennungen bezwingen konnte. Das sind einfach so ein bisschen die speziellen Sachen. Ja. Manchmal läuft es super, manchmal nicht. Und wenn es ja nicht gut läuft, dann mache ich mir auch nicht ein grosses Gewissen. Oder dann denke ich einfach an die schönen Erfolge zurück und kommt dann schon wieder etwas, das dann wieder läuft. Ja.